Jo, liebe Reisemobilfreunde, und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ja, wir stehen immer noch am Nordkap und die Sonne brezelt runter. Man soll nicht meinen, dass wir am nördlichsten Punkt ja, hier in Europa stehen. Und hier ist eine Wärme, wie gesagt, und wir schwitzen und konnten nicht mehr schlafen um 6 Uhr. Also ich zumindest nicht, weil das Auto sich so aufgeheizt hat. Ja, jetzt kann natürlich jemand sagen, das ist Beschweren auf hohem Niveau, weil ja, geiles Wetter hier am Nordkap haben. Es ist natürlich schon schön, aber es ist halt extrem warm. Das ist halt nicht schön. Ja. Also ich mag halt Wärme nicht. Moin. Aber du magst Wärme, oder? Moin. Wärme ist so deins? Wärme meins. Wärme, ja, Wärme. 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 Nein, ist auch nicht. Meinst du mich auch nicht? Also. Wir sind jetzt 15 Grad im Schatten. Ja. Und im Kasten, hinten im Schlafbereich, 37. Ja, das heizt sich auf, gell? Die Sonne knallt so rein. Ja, ja, und wenn in der Sonne steht, ist da ist ja wärmer wie 15 Grad. Ja. Also in der Sonne, wenn du ja, stehst. Sonne, ja, aber hier im Schatten, also ja. laut Wetter-App, sollen es 15 Grad sein. Da ist es doch wärmer. Sein, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber es ist angenehm im Schatten, absolut. Super. Ja, also wie gesagt, nichts gegen schönes Wetter ist cool, aber es ist einfach sehr warm. Ja. Ja. Unnormal für diese Gegend hier. Klimawandel. Absolut, absolut, absolut. Wir gehen jetzt nochmal oben in diesen Shop rein. Wir haben zwar gestern schon eingekauft, aber wenn wir schon mal hier sind, kaufen wir noch ein bisschen mehr ein, weil es kann sein, dass wir nie wieder herkommen. Ne? Man weiß es nicht. Vielleicht fahre ich ja nochmal zum Nordkap, aber vielleicht fahre ich auch nicht mehr her. Und deswegen sollte man nicht so aufs Geld gucken. Man kann ja auch was übersehen haben. So ist es. Jetzt trinke ich erstmal ein Käffchen aus meiner Tasse. Aus meiner neu erworbenen Nordkap-Tasse. Und dann lasse ich es mir richtig gut schmecken. Score. Oh ja, auch Nordkap-Tasse, aber eine andere. Ja. Also es gibt verschiedene, die ist ein bisschen teurer, ne? Die kostet 15 Euro. Weiß ich, habe ich nicht drauf geachtet. Ja. Und meine Edelstahl-Tassen habe ich schon. Ja. Und so eine emaillierte hatte ich noch nicht. Mhm. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Genau. Also es gibt verschiedene Auswahlmöglichkeiten, wenn ihr hier seid. Wenn wir schon Werbung machen. Ja. Wir werden aber nicht bezahlt vom Nordkap. Nein. Nein, die habe ich mir auch gekauft. Ich kannte die vorher nicht, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll, aber ich habe sie mir gekauft, weil der Matthias hat gesagt, er soll meine kaufen. Genau. Ja. Ja, die hatte ich gar nicht gesehen. Er hat doch 15 Euro. Er hat Polarkreis 45 bezahlt. Sagst du nicht so. Ist aber auch eine andere Qualität. Ja, das glaube ich also, auch. Das ist schon Massenware hier. Hm. Ja, ja. Okay. Wir wollen ja auch klotzen und nicht klickern. Die Britta habe ich noch gar nicht gesehen. Schläft die noch? Jetzt duschen. Okay. So, jetzt sind wir gleich wieder da drin, weil wir noch mehr Geld ausgeben wollen. Ja, weg, das Geld muss weg. Ja, sonst wird es schlecht auf der Bank. Gucken wir mal, ob es schon überhaupt schaffen wird. Und? Sesam, öffne dich. Dann machen die auf. Da steht was. 11. Um 11? Ja. Ah, da ist ja. 11 Uhr, Mai. Mai, August, 11 Uhr, ja. Ja, ja, müssen wir noch ein wenig warten, aber nicht lang. Gehen wir noch ein bisschen spazieren. Ja, wie lange haben wir denn? 10, eine Stunde. Gehen wir noch mal zur Kuh? Ja. Machen wir noch mal Fotos. Auf geht's. Wir haben so wenig. Genau. Jetzt ist aber wenig los. Man merkt halt, ja. Die meisten Leute kommen gegen Nachmittag, ne? Genau, wegen der Sonne, klar. Ja. Ja gut, auch wegen der Anreise, ja. Ja. Und deswegen haben wir jetzt, also sind viele auch abgereist. Und jetzt haben wir hier auch viel weniger Menschen wie gestern, wo wir abends kommen sind. Und hoffentlich ist an der Kuchen jetzt wenig Platz. Und dann machen wir noch ein bisschen Fotoshooting. Ja, vielleicht wisst ihr, was die Taler bedeuten am Nordkap. Dann schreibt es in die Kommentare. Wir sind noch nicht schlüssig geworden, was das bedeutet. Und wir haben es auch noch nicht gegoogelt. Ich glaube, wenn man es googelt, kriegt man es raus. Aber wir haben nicht nachgeguckt. Ah, das Meer, das schaut ja bombastisch aus. Ne? Verdammte. Guck dir das mal an, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Hammer. Man sieht die Kuchel immer nur auf Fotos oder sonst irgendwo oder im Internet und jetzt steht man halt selbst davor. Das ist schon cool irgendwo, ne? Schon geil. Ja, und ihr seht es ja auch nur im Video und auf Fotos jetzt, außer ihr wart selber schon mal hier. Ich kann nur jedem sagen, kommt hoch und hofft, dass ihr so ein Wetter habt wie wir. Nicht so warm, das braucht jetzt keiner, aber sonnig halt. Und dann könnt ihr auch mal die Kugel betrachten. Ja, ich versuche hier gerade diese Aussicht in mein Gehirn einbrennen zu lassen.
Alles ist einfach irre, irre. Ja. Wahnsinn. Und hier habe ich gesehen, ist ein Schloss. Also ich weiß nicht, aber jemand mit den Initialen A und E haben hier ihre Liebe wahrscheinlich kundgetan und dieses Schloss hingegangen. Also falls jemand das Video sieht und derjenige war das, dann schreibt mir das bitte mal in den Kommentaren. Vielleicht guckt er mein Video. Das wäre ein Ding. Das wäre ein Ding. Und da ist die Weltkuche. Man kann's. Ich filme es immer zu, weil man kommt wahrscheinlich echt nicht mehr her. Ich habe es ja schon gesagt. Wir langen noch mal hin. Wir berühren das Ganze noch mal. Ja. Ich habe es angelangt. Ich habe es berührt. Wir haben unsere Mission erfüllt, oder? Abhaken. Ziel schon erreicht. Abhaken, ja, auf der To-Do-Liste abhaken. Ja. Auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern, als wir losgefahren sind. Und da war das noch ewig weit. Ja, und gefahren und gefahren. Richtig Kilometer gemacht. Jetzt haben wir es. Ja. Und die Leute haben schon geschrieben, überall, ihr seid so schnell unterwegs, ihr seid so schnell unterwegs. Ja, wir wollten halt hierher. Ne? Ja. Und da wollten wir nicht trödeln. Jetzt fangen wir es trödeln. Jetzt ist Urlaub. Jetzt ist Urlaub, genau. Die ersten 5 Tage war Power und jetzt ist Urlaub. So ist es. Okay. Laufen wir zurück. Genau. Nochmal einen Blick hier rüber schwenken. Das da drüben soll das wahre Nordkap sein? Oder ist es doch die Seite? Was meinst du? Die. Der Zunge sagen, ja. Ja, Fragen über Fragen, die wir nicht beantworten können und wollen. Wir spekulieren. Oder hat sich auch einer verewigt hier? Guck mal hin, wie hat denn das reingekriegt? Das war ein bisschen Arbeit, denke ich. Das war Arbeit. Aber der hat sich 99, okay? Ja. Hat der sich da verewigt und wir haben es entdeckt. Wir haben es entdeckt. Fabi K. Fabi K 99. Mhm. Verrückt, ja. Wie verewigen wir uns jetzt eigentlich? Markieren wir hier mal oder wie machen wir das? Wir haben schon unsere Kreditkartennummer im Shop hinterlassen. Also das immer, da kriegen wir wahrscheinlich einen Spruch hin, ne? Die meisten Einkäufe getätigt. Ja. Oh nein, das machen wir nicht, aber die glüht, die Kreditkarte. Ein Becher gratis. Ja. Ja, dann laufen wir so schön hier entlang bei dieser schönen Aussicht und dann stößt sich ja mir gleich ein Aufkleber ins Gesicht. Und so klein ist die Welt. Stuttgarter Kickers. Also sind auch Leute aus Stuttgart hier. Oder Waren. Waren. Das ist genau die richtige Zeitform. So wie ich auch, aber ja, ursprünglich Würzburg, jetzt wohnhaft in Stuttgart. Hätte ich auch mal einen Aufkleber von Würzburg mitbringen sollen. Tja. Wann macht das Restaurant? Ich mache alle um 11 Uhr auf, glaube ich. Ne? Also hier sind die Öffnungszeiten ein bisschen anders. Hier macht alles mittags auf und hat bis tief in die Nacht offen. Bis 1 Uhr hat der Shop offen. Auch 11 Uhr selber. Und um 11 Uhr, genau, auch bis, auch bis 1, ne? Ja. Mai bis August. Boah, das sind aber ganz schöne Preise. Was sind das für Preise? Ja, Eintrittspreise von, an der Kasse vorne, wo wir reingefahren sind. Eine Familie, 2 Erwachsene, 2 Kinder, 60 Euro. Ja, das ist schon... Krass, ne? Also billig ist das Nordkap nicht. Nee. Ja, also Schnäppchen ist es nicht. Aber wie gesagt, wie oft kommt man her? In der Regel im Leben 1-2 Mal. Ja, einmal also, in der Regel. Ja. Wer fährt hier 2-mal hin? Ja. Du musst schon um die Ecke wohnen. Genau, also sich so einen Aufwand zu betreiben, ja. Um solche Kilometer zu fahren. Also wenn ich hier nochmal herfahre, dann irgendwie im Zuge einer anderen Reise oder so. Ja? Mhm. Oder vielleicht mit einer Partnerin, dass man sagt, die war noch nicht da, komm. Fährst nochmal her, ja? Aber in der Regel kommt man eigentlich nicht mehr her. Oder man ist Fan davon. Ich kenne jemanden, der war 7-mal schon hier. Ja, sicher, glaube ich. Ja. Was ist denn das für ein Stein da vorne? Lass uns den mal angucken, was der zu bedeuten hat. Vielleicht ein Gedenkstein für die Leute, die von der Klippe gesprungen sind. Ja? Steht aber nichts drauf. Hab schon geguckt. Ach, den da vorne. Nein. Was der bedeutet, weiß ich auch nicht. Und wenn wir hier vorlaufen, genießt das einfach nochmal. Saugt es auf, wie ich es aufsauge. Ja. Ach, Wahnsinn. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ist mir egal.
beeindruckt mich einfach tierisch. Und dann sage ich das auch im Video. Der König Oskar II. Bestieg das Nordkap am 2. Juli 1873. Also ich kenne mich da jetzt geschichtlich über das Nordkap nicht aus und ich habe jetzt auch nicht gegoogelt. Ihr könnt es jetzt machen, wenn ihr das Video guckt, deswegen hole ich jetzt nur mutmaßen. Kann es sein, dass es 1873 entdeckt wurde oder dass man das halt 1873 als nördlichsten Punkt festgelegt hat? Da fragst du den Richtigen. Ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ja? Wir sind nicht gut vorbereitet. Da steht der König Oskar II. Bestieg das Nordkap am 2. Juli 1873. Ich vermute, hier wurde das dann so festgelegt. Ne? Als der nördlichste Punkt haben sie dann gesagt, okay. Und ich glaube, das hier ist der nördlichste Punkt. Und das hier ist nämlich nachträglich hingekommen. Warum steht sonst das Denkmal hier? Leute, wir wissen gar nichts. Am besten ihr schaut bei Wikipedia nach. Aber wir haben es euch gezeigt. Hier ist irgendwas. Oh, diese Schnakenstiche. Das juckt wie die Hölle, ey, wie die Hölle. Also laufen wir wieder zurück zum Kasten. Ja, die Zeit ist gekommen. Wir werden uns jetzt verabschieden vom Nordkap. Es war wirklich sehr schön. Wir hatten richtig Glück mit dem Wetter, obwohl es ein bisschen zu warm war für meine Verhältnisse. Aber von der Sonne her und alles perfekt. Aber jetzt müssen wir uns verabschieden, ja? Da stehen sie schon. Und Wehmut, man sieht, die Tränen stehen schon in den Augen, ja? Ja. Ja. Also, sagen wir tschüss, Nordkap. Tschüss, Nordkap. Tschüss. Tschüss. Okay, sage ich auch tschüss, Nordkap. Und vielleicht sieht man sich ja wieder. Nächstes Jahr. Du fährst nächstes Jahr nochmal her? Ja. Mit, echt? Ja, selbe Druck. Vielleicht machen wir nächstes Jahr nochmal eine Tour hier. Ja? Wer weiß. Oder bei Regen. Ja. Wir wollen es auch bei Regen machen. Oder im Herbst bei Schnee. Oder wir fahren mal im Winter her. Ja, da, das können wir machen eigentlich nächstes Jahr. Ne? Nehmen wir uns mal im September, nicht zu spät, aber im September. Dann nehmen wir da die 4 Wochen Urlaub. Genau. Und dann haben wir die Nordlichter. Ja, das wäre auch mal. Also Leute, immer schön bei DHTV dranbleiben, weil es kann sein, dass ich auch im Winter hochfahre. Überraschung. Überraschung. Genau. Okay, dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt auf die Socken und fahren die Westküste runter. Genau, das habe ich gerade überlegt, Ost, ne? Westküste. Wir fahren jetzt Richtung Westküste. Ich bin gerade einkaufen gewesen und ich muss sagen, hier in Norwegen, die Preise sind schon ganz schön gewaschen, ja, aber das wusste ich ja vorher. Aber wenn man es dann wirklich im Laden ja, merkt, dann ist es schon ja, ernüchternd. Ja, aber egal, wie gesagt, ich habe es gewusst. Jetzt haben wir halt ein bisschen was gekauft und jetzt stehen wir hier vor dem Tunnel und vor dem Helge. Hat jetzt einer irgendwie schon ein Schild hingestellt oder ja, Baustelle. Und jetzt stehen wir hier schon ewig hinter und staut sich ohne Ende. Und es geht einfach nicht mehr weiter. Ja. Jetzt bauen die irgendwas im Tunnel und wir wissen nicht, wann es vorwärts wieder geht. Keiner weiß es. Und ja, müssen wir halt mal warten. Ja. Ist blöd. Ja, jetzt kommt ein LKW raus. Also die machen irgendwas da drin. Und schon der zweite übrigens, wo jetzt hier rauskommt. Ist das ein Reinigung? Reinigt der irgendwie den Boden? Scheint so eine Reinigungsmaschine zu sein, wenn ich das sehe. Ja. Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt noch warten. Und ich glaube, nach Tromsø fahren wir jetzt. Inzwischen ist es schon wieder 15 Uhr und wir sind vom Nordkap gerade runtergefahren. Also haben noch nicht viel Kilometer gemacht. Kann ein bisschen später wiederholt werden. Jetzt haben wir echt Schwein gehabt. Jetzt fängt das Regnen an. Das Wetter wird schlechter. Aber wir hatten nochmal geiles Wetter am Nordkap, weil es zieht nämlich hoch, haben wir gesehen von unten hoch. Ja, aber ein bisschen Aussicht hat man auch bei Regen noch. Unser Ziel ist jetzt übrigens Hammerfest. Hat jetzt der Helge rausgesucht. Wir wollten nach Tromsø fahren eigentlich, aber das ist jetzt zu weit. Wir sind
total müde, wir konnten total schlecht schlafen, nur weil eben so warm gestern war. Und am Nordkap ja bekanntlicherweise die Sonne nicht untergeht, sondern nur am Horizont entlang die Sonne geht und dann ziemlich bald wieder aufgeht. Und dann das Fahrzeug extrem aufgeheizt hat und das früh schon um 6 Uhr. War schlafen eigentlich nicht, war nicht viel an Schlafen zu denken. Ja. Und jetzt sind wir alle einfach ein bisschen groggy. Und deswegen machen wir nur hammerfest. Und das reicht aber. Jetzt kommt der schöne Teil des Urlaubs. Eine Stunde später. Jetzt sind wir an einem Parkplatz angekommen und hier war ein Schild, dass man entsorgen kann. Also Wohnmobilentsorgung. Jetzt suchen die gerade, wo man hier die Toilette entsorgen kann. Die laufen jetzt hier mal ums Häuschen rum und ich schaue mir das jetzt nämlich auch mal an. Weil irgendwann muss das ja sein. Und dann können wir schön entsorgen. Und was entdeckt? Manuel. Okay. So, angekommen in Hammerfest, ein bisschen außerhalb von Hammerfest. Wir haben hier unseren Schlafplatz für heute Nacht gefunden, mit sehr schönem Ausblick. Ja, hier drüben steht noch ein Wohnmobil auf dem Parkplatz. Hier fahren sie ab und zu vorbei, keine Ahnung wohin. Aber ich denke, gegen Abend wird sie ruhig. Und wir haben uns jetzt hier rübergestellt. Der Hauptgrund ist natürlich nicht zu nah ans Wasser, wir haben gelernt. Beim letzten Mal sind wir so zusammengestochen worden. Ich bin von oben so überall Mückenstiche her. Und dann habe ich gesagt, bleib mal ein wenig vom Wasser wegstehen. Wenn wir gucken wollen, laufen wir hin. Ja, und das mache ich jetzt auch mal. Schaut schon schön aus. Norwegen ist schon ein schönes Land. Wir waren jetzt noch auf dem Stellplatz gewesen. In Hammerfest direkt gibt es einen. Da haben wir Grauwasser entsorgt, haben Wasser nachgefüllt, umsonst. Da hat nichts gekostet. Und dann sind wir hier hochgefahren. Ja, der Stellplatz hätte was gekostet, aber das Wasser war umsonst. Schön. Und da wimmelt schon wieder von Mücken. Ich sehe sie schon wieder. Von Mückchen. Ich will nicht noch mehr gestochen werden. So, während ich hier Essen koche und mir ein norwegisches Bier gönne, das ja Luxusgut hier ist, ja, sitzt der Matthias und um die Ecke rum der Helge. Der Matthias trinkt übrigens auch norwegisches Bier, ne? Ja, genau. Prost! Skål! Und es regnet aber draußen. Aber ist egal. Wir haben die letzten Tage geschwitzt. Pralle Sonne. Jetzt ist es ein bisschen bewölkt. Ist immer noch warm. Aber hoffentlich können wir heute Nacht schlafen, gell? Deswegen sind wir hier. Ja. So, da ist man beim Kochen und da kriegt man Besuch. Ja. Kommen einfach die Rentiere hier mal vorbei. Ist auch nicht schlecht. Also sind null menschenscheu, ne? Kriege ich sie nicht mehr drauf. Jetzt gehe ich rein und koche weiter. So, mein Essen ist fertig. Und außerdem ist die Tischstühle-Kombination nicht mehr lieferbar. Und ich ziehe mir natürlich eine Riesenpfanne Nudeln und Gemüse rein. Und der Helge, der grillt auch bei Regen, ne? Ja, klar. Also richtige Männer grillen auch bei Regen. Und ich krieg nur Bier. Und dein Salat. Ja, und der Salat. Tja, dann hätte das mal so gemacht wie ich, ja. Ja, die Rentiere waren gerade zu schnell. Ja, ich hab's nicht geschafft rauszukommen, weil ich hab die Schuhe dann gehabt, ja? Ich hab's nur gesehen, wie sie vorbeilaufen. Ich so, scheiße, die Schuhe an. Aber naja, so schnell kann man ja immer sein. Da laufen 5 Meter entfernt von dir die Rentiere, ja, das ist heftig. Ja. Hier erlebst du Dinger. Ja. Schon schön. Schon geil, ja. Endlich Regen. Oh, ich hoffe, man kann heute Nacht schlafen. Der Lüfter, ja, lässt alles laufen. Ich glaube schon. Ja, solange die Sonne nicht drauf brezelt, ne? Dann ja, heizt sie schon. Also morgen früh darf halt die Sonne nicht drauf brezeln, ne? Ja, dann werden wir wieder unsanft geweckt. Mit Hitze. Boah. Übel, echt. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, gegen Abend bekommen wir nochmal Besuch. Ich gehe natürlich jetzt ganz vorsichtig ran. Ich will natürlich den nicht erschrecken. Ah, oh, der pisst einfach dahin. Original. Schifft er dahinter. Der schifft einfach dahin. Komm, bleib mal da. Ich will doch nur mal kurz, dass ihr da bleibt. Bleib doch nur mal da. Der schifft auch dahin. Werden die aggressiv, weißt du das?
Das ist ein Junges, da will ich nicht so hingehen, dass die Mutter kommt und haben wir dann ins Gesicht springen. Der haut wieder ab. Der hat die Schnauze von mir voll. Der ist nur hergekommen, hat hergeschifft. Das scheint die Mutter zu sein. Oh, jetzt kommt ein Auto von oben. Oh. Schade, jetzt wollte ich hier noch ein bisschen filmen. Jetzt kommt das Auto. Hat der bereits schon bremsen? Das sieht er schon. War das wieder mitten auf der Straße? Guck mal, der bremst. Geht aber auch nicht weg. Die machen das jeden Tag. Die wissen, wie sie fahren müssen. Der Fall nicht um. Der nächste nicht mehr, oder? Ich hab mir immer Angst, weil in Deutschland schießen sie halt die Viecher ab, ja? Also als Hobby. Ja? Ja, wenn du das jeden Tag machst, wenn du das jeden Tag machst. Auch dieser Tag geht zu Ende. Ja. Wir sind noch ziemlich groggy von gestern, weil wir da ganz wenig geschlafen haben. Ja, das Wetter hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Also es ist nicht mehr so knallheiß. Es ist bewölkt und ist ein bisschen kühler geworden. Das ist sehr schön. Man kann jetzt hoffentlich wieder mal eine Nacht gut schlafen. Ja, wenn es euch gefallen hat, ja, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video, weil die Reise geht logischerweise weiter. Ja, also bis dahin würde ich sagen, ich bin raus. Ciao.